Grundschulen, das Wort gefällt mir nicht sehr gut, aber die gibt es leider, Brennpunktschulen entwickeln. Ja, man braucht ein starkes Team hinter sich, man braucht Visionen, um eine Schule zu entwickeln und zu führen. Und man muss auch schauen, was braucht meine Schule, was brauchen unsere Kinder, und versuchen, das auf die Wege zu leiten und daran zu arbeiten und mit allen gemeinsam die Schule zu führen. Also als die Frau Pfingstner zu uns als Direktorin kam, hatten wir keinen Schulschwerpunkt. Wir haben als Team dann daran gedacht, was brauchen unsere Kinder, wie können wir unsere Kinder stärken. Dann haben wir uns angeschaut, was gibt es für Schulschwerpunkte in unserer Umgebung. Und dann haben wir gesehen, dass unsere Kinder Berufsorientierung, eine Orientierung brauchen, was sie nach der Mittelschule machen können. Und haben uns angeschaut, welche Berufe kommen in Frage für unsere Kinder. Und dann haben wir uns diese vier Module entwickelt: Gesundheit und Soziales, Wirtschaft, Technik und Tourismus, und haben versucht, diese spezifischen Fächer in diese Module mit hineinzuarbeiten, damit unsere Kinder schon in der dritten, vierten Klasse gestärkt werden, über ihre Stärken Bescheid wissen und daran arbeiten. Dann geben wir ihnen schon ein Gerüst mit dem sie schon in weiterführende Schulen oder im Berufsleben einsteigen können. Und das ist unser Erfolg und das ist das, was uns auch ausmacht. Eine innovative Schule macht aus, dass man mit der Zeit mitgeht, dass man neue Ideen reinbringt, dass man an Visionen glaubt und dass man daran glaubt, dass jedes Kind eine Chance hat, weiterzukommen und eine Chance hat, einen Beruf zu wählen, das ihm Spaß macht in der Zukunft. Empfehlungen für andere Schulen: Was braucht meine Schule? Was brauchen meine Schülerinnen? Und ein starkes Team hinter sich aufbauen, die wirklich an das Konzept glauben und die daran mitarbeiten. Ich denke mir, es wird nicht eine Direktorin alleine eine Schule führen können. Man braucht ein Team hinter sich. Und wenn jeder an deinem Konzept steht, kann man auch eine Schule gut führen und leiten.